Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Warum musste ich gerade so lange überlegen, was ich hier spiele? The Witcher 3, mein Name ist natürlich Senui. Wir betreten jetzt hier das Tor und schauen mal, was da abgeht. Okay. Sieht schon mal sehr, auch ich finde sehr viel große freie Flächen. Also für einen Kampf perfekt, möchte ich mal sagen. Komme ich hier auch gleich direkt hoch? Ne, das ist glaube ich zu. Oh, der kommt doch hoch. Mensch, Geralt. So, hilf Yennefer, das Megaskop zu reparieren. Ach, hier dieses dreiteilige Dingsbums da. Ich glaube, es ist erstmal, dass wir richtig in Kaer Morhen drin sind. Okay. Lambert! Hä, wer liegt denn hier auf dem Tisch? Ist das ein Werwolf? Geht, läuft schon wieder aus. Verdammt. Was denn, wer ist das? Lambert! Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Oh. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Schatze. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Ja, klar. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Okay, jetzt gehen wir da raus. Die letzte Prüfung. Wo müssen wir hin? Ach. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in die Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Oh, geil. Alter Schwede. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Das erinnert mich ja fast hier an Homer Simpson. Wo er so Sprengstoff in See schmeißt und meint, er hat geangelt. Aber hier ohne Abkürzung bis zum Teich, naja. Ah, hier geht's wieder runter. Reden, Lambert. Ansonsten, Kaer Morhen gefällt mir auch sehr gut. Alter, was ist das hier? Rapier. Guter Schuss. Ja, aber hallo. Das Ja
sagen, ist mit dieser Armbrust fast ein Vergnügen. So eine brauche ich auch. Ich hab bloß nicht mehr so viel Schuss. Was jetzt, du Stück. Warte mal, ich könnte mal das hier noch probieren. Ach, ich finde gut, Lambo, dass du irgendwas machst. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Warte mal, ich möchte mir hier noch ein Zeug entsammeln. Ja, liegt hier nicht mehr. Die haben die Rehe getötet. Schweine. Siehst du, ich kann hier noch was aufleveln. Aber was? Warte mal, was ist denn das hier? Ach nee, genau, ich wollte mal. Huch. Ich wollte mal gerne das hier noch machen. Ah. Und dann mache ich gleich mal so. Und dann mache ich gleich mal so. Lambert, ist das hier Nebel? Könnte sein, dass hier noch irgendwelche Erscheinungen hier rumrennen. Ich weiß ja nicht, du wohnst ja hier. Ich muss dich ja auskennen. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche, ihn nicht zu oft zu verärgern. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Hütte am See. Sieht auch sehr einladend aus. Oh. Verdammt! Hab's genau hier verteut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Finde das Boot. Wisst ihr was? So bin ich da schneller. Ah. Ah, hier liegt das Schiff hier an. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ach, ja. Boah. So. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen. Und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb 1 Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Na gut.
Nach einsammeln brauche ich auch nicht mehr. Hab da eigentlich alles. So. Hinsetzen. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ja, ich sehe Rand. Da ohne. Hier auch. Irgendwas. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Irgendwas schwimmt runter. Soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Hat ja richtig krass gereimt. Oh, wir könnten aber ein bisschen schneller fahren. Ah, jetzt. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, fast da. Okay, ich sehe zwar immer noch nicht irgendeine Höhle. Aber der wird schon recht haben. Ist eigentlich auch komisch, dass gerade diese Höhle unbedingt so nah bei Kiamorhin sein muss. Sag ich mal. Wo muss sie nicht in Velen oder in Skellige? Ja, was trägt denn der von Arm? Bereit für die Höhle? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Wächst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Na gut. Oh. Muss hier rum? Ah, da. Ein Junge. Hey, kleiner Mann. Keine Angst. Du bist in Sicherheit. Gut. Na schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Das gedacht. Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Klar. Der edle weiße Wolf kümmert sich immer um die Notleidenden. Er ist mehr Heiliger als Hexer. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen.
Lambert, es reicht. Und betritt die Höhle. Na dann, wollen wir mal gucken, was hier drin abgeht. Okay, erstmal mit unser Boot gerannt. Lambert auch da? Nö. Lambert ist nicht zu sehen. Uiuiui. Sehr, sehr leise. Ah, da hinten kommt er. Oh. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wese mir. Bereit? Du Fettwanst! Meine Rüstung ist schwer. Zwei. Drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Okay. Ich würde trotzdem mal gerne eine Fackel tragen. Wand wirkt nicht sehr stabil. Artfield, hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Okay. Ach, der meint bestimmt die Wand hier. Aber das ist doch doof. Lass uns doch mal hier lang gehen. Wo geht's hier hin? Aha. Komme ich hier auch runter? Ja. Jetzt haben wir nämlich erstmal viel Lärm gemacht. Aha. Geht's hier hin? Oh, oh, oh. Komm ich hier auch hoch? Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Okay. Also man kann hier überall... Alter, ich höre irgendwas Großes. Man kann hier überall diese Wände aufsprengen mit diesen A-Zeichen. Was wir ja oft genug schon gemacht haben. Dadurch wird mir aber bestimmt den Off wecken. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Hm. Das ist die Frage. Ist der stark? Ist der nicht so stark? Aber wir hauen lieber ab. Sind wir schon draußen oder wie? Ich warte mal lieber nicht, dass der hier unten fragt. Labort, komm. Aha. Schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Gelange zum Kreis der Elemente. Ich habe hier vorne aber eigentlich schon Feuer gesehen. Das Medaillon vibriert. Ah. Das muss ein Ort der Macht sein. Hier.
Insignizeichen. Jawohl. So, Charakter. Machen wir das noch. Sehr gut. Ich denke mal, hier wird uns ja bestimmt jetzt irgendjemand... Ah, da ist doch schon ein Troll. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Mhm. Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Bleib hier! Hexer soll nicht gehen weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg? Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Na, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Kann ich die nicht da oben runterholen? Nein. Na gut, rennen wir halt doch weiter. Okay, die sind hier irgendwo. Da 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 da. Ah, hä? Wegen 3 ist aber ganz schön unfair. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Hexer sagt nicht au, aber schlägt Troll vorher. So doll. Viel au hier. Aber Trolle werfen davor auch. Werfen zuerst, treffen Hexer. Hexer werfen auf Trolle. Au. Trolle werfen auf Hexer. Au. Au hier, au da. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen. Wir kaputt hauen. Oh Gott. Alter, ich soll meine Schwerter hier lassen. Ey, ich probiere es einfach mal. Gut. Wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Okay. Alter, ich hab kein Schwert. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Da schnauft jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Ich will die ja nicht töten. Wäre ja auch scheiße. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst.
Mann, sieht toll aus. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Nur nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Entzünde die Fackeln, okay. Bestimmt der Mädel die hier. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Ja, du wirst das anmachen. Huch. Okay. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Echt eine tolle Geschichte. Nicht wahr? Ein echter Schenkelklopfer. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Den. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Ja. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Aua. Mein Pet vibriert wie Sau. Okay, jetzt ist vorbei. Den. Einige Stunden später. Ah, okay. Das machen wir aber erst im nächsten Video. Und ich sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Tschüss.